Ich bin richtig ausgepowert von dem Hin- und Hergerenne. Da eine Kamera an, da eine Kamera an, Brille auf, Knarre sortieren. Ja, das wird ein Ballervideo, weil die Besprechung, der Test, was auch immer, der kommt viel später. Also irgendwann die Tage. Und heute ist einfach erstmal nur Ballern angesagt. Und ja, das sind die Kettchen voller Munition, die in die Magazine hineinkommen. Das sind immer so 30 Stück, das braucht so seine Zeit. Dann kann man Filme anwerfen, das Gaff anschmeißen. Ich habe insgesamt jetzt 4 von diesen Ketten. Jetzt muss ich die Scheibe nochmal ranfahren, damit die kleine Minikamera vorne, ja, damit ich über den, wie soll ich das nennen? Über die Geräuschkulisse kann ich dann sehen, wo es dann synchron ist. So, ich wollte ja ursprünglich das so machen, dass ich das Ding wirklich ausprobiere vor der Kamera. Aber es war mir dann erstens doch zu viel Aufwand und zweitens, ich wollte es ja auch unbedingt ausprobieren. Und naja, also normalerweise ist es so, als erstes kommt der Laser rein. Ihr kennt ihn, könnt ihr ihn sehen. Ich weiß nicht, bei Kameras ist es immer komisch. Den Stick immer vorne ein, möglichst nicht wackeln oder schütteln. Gucken durchs Zielfernrohr. Und in diesem Falle ist es zum Beispiel so, dass Zielfernrohr und Laser, also das ist jetzt von dem Ziel. Das heißt, der Laser liegt vielleicht einen Zentimeter daneben. Das passt schon ganz gut. Ne? Auf die Art, ja, gekriegt habe ich die, natürlich gebraucht, ist das Zielfernrohr nicht aufmontiert gewesen. Wenn man das Zielfernrohr neu aufmontiert, natürlich nur halt. Ne? So, ich habe jetzt hier im einen Magazin, im Magazin sind noch eine Kette drin, habe ich die Copperhead drin, im zweiten Magazin habe ich die Starter drin, einfach um irgendeine andere zu nehmen, und die letzten zwei Ketten habe ich so mit grauen, oxidierten, grau oxidierte Restdiabolos. So, die ersten zwei Magazine werden wir, nicht wir, ich, ihr nicht, ihr könnt nur zugucken, ich werde da einigermaßen gezielt drauf schießen. Das ist eine Streubüchse, ne? Mündungsenergie liegt so bei ungefähr 4 Joule. Warum und wieso, das erzähle ich noch, also es macht schon Sinn mit den 4 Joule, das erzähle ich euch dann im endgültigen Video, jetzt geht es ja nur ums Ballern. Ihr merkt gleich hier, dass ich hier eine etwas unglückliche Kopfhaltung habe. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Flasche hier, das ist ein Pressluftumbau, ne? Ja, Umbau ist nicht das richtige Wort, aber es ist halt Pressluft. Deswegen kann ich hier auch ballern, bis die hochglühen, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss um eine CO2-Kapsel oder sowas. Und der ist natürlich stockgerade und deswegen ist das hier also eine Visiererhöhung, wäre schon schön. Ich muss den Kopf auch so halten, ich kann praktisch nicht durch die Brille gucken, sondern muss ein bisschen über die Brille gucken. Das halte ich mal die Klappe, sichern, ist nicht ganz unwichtig. Halte ich mal die Klappe und versuche halbwegs genau zu schießen, was bei dem Ding hier, naja, ne? Ihr werdet ja sehen. Das waren die ersten 30 Schuss. So, dann holen wir die Scheibe mal ran. Aber ihr seht schon, ne, das ist kein Präzisionswerkzeug. Aber trotzdem, das ist ja auf 10 Meter. Ne? Und ich würde sagen, die Dinger sind nicht dafür gebaut worden, um auf 10 Meter wahnsinnig tolle Ergebnisse zu liefern, sondern die sollen Spaß machen. Und tun sie auch. Vor allen Dingen muss man es vergleichen zum Beispiel mit dem Diana Oktoberfestgewehr. Das streut deutlich mehr als das hier und hat nur die halbe Energie
und hat dann zugegebenermaßen ein 120-Schuss-Magazin, während das hier nur ein 30-Schuss-Magazin hat. Aber ihr seht ja auch hier schon, dass auch 30 Schuss so ihre Zeit brauchen. Ich versuche auch hier nochmal so einigermaßen, ach komm, lass die Brille weg, der Kopfhaltung ist eh wurscht, dass ich halbwegs versuche zu treffen. Ihr seht auch hier, dass ich einen merkwürdigen Anschlag, ich drehe das einfach mal um hier. Die Kappe ist relativ lose. Man sitzt ehrlich gesagt viel besser so. Ich versuche auch so halbwegs zu treffen, ich gebe mir zumindest Mühe. Der Double-Action-Abzug, der ist so halb Double-Action, ne? Ein bisschen ist ja auch Blowback davon. Aber der Double-Action-Abzug ist natürlich keine Offenbarung, aber er ist weniger schlimm, als man eigentlich annehmen sollte. So, ich versuche nochmal mich so ein bisschen zu konzentrieren. Das waren die zweiten 30 Schuss. Ja. Nichts an den Diabolos? Ja, nur natürlich. Hat mit mir nichts zu tun. Es ist einfach kein Präzisionswerkzeug. So, ich glaube, ich nehme jetzt mal einfach andere Scheiben, weil jetzt geht es eigentlich nur ums Schnellballern. Ihr wollt ja auch mal sehen, wie es richtig rumpelt. Muss ich aber mal gucken, was ich hier habe. Ich hätte hier zum Beispiel anzubieten Luftpistolenscheiben. Die haben ein größeres schwarzes. Da ist es dann schwerer, nicht ins Schwarze zu treffen. So, jetzt muss ich hier mal eben den Kettenraucher spielen. Klappe auf, Kette raus, neue Kette rein. Und zwar mit der Metallseite nach vorne. Seht ihr alles im später kommenden Video, wenn es um Details geht, seht ihr das alles nochmal ganz genau. Das ist jetzt hier wirklich nur ein Ballervideo, das ich euch für euch nicht extra verkürze. Das heißt, hier wird also einfach nur fröhlich drauf rumgerotzt. Und wie gesagt, ich mache mir überhaupt keinen Kopf über irgendwelche CO2-Geschichten, weil ich habe ja Pressluft. Ich muss auch sagen, ohne Pressluft wäre mir das Ding auch nicht ins Haus gekommen. Weil ich weiß aus der Vergangenheit, als Paintball-Spieler, ne, der ersten Stunde, kenne ich den Zirkus, die Kosten, die ganzen Probleme mit CO2 zur Genüge. Und Pressluft ist dann ja doch irgendwie was ganz anderes. So, Masse statt Klasse kommt jetzt. Der Druckanzeiger, die Flasche hatte ich auf 3000 PSI, also sprich 200 Bar aufgeladen. Jetzt ist sie bei 2500 und ein paar zerquetschten. Und nein, sie wieder voll zu pumpen. Ich besitze nämlich einen Kompressor. Kostet mich nicht mal ein Lächeln. So, dann wollen wir mal. Schüsse dabei. Vielleicht ist es ihm doch etwas zu schnell. Sichern. Hui. So, jetzt gucke ich noch mal eben rein, ob an der Kette irgendwelche Schüsse nicht rausgegangen sind. Die sind alle leer, alles gut. Und bei dem gucken wir natürlich auch noch mal. Und auch da ist alles ordnungsgemäß raus. Also wenn es irgendwo zwischendurch gehakt hat, dann einfach, weil
ne? Bisschen übertrieben. Oh, ach du Scheibenkleister. Es sieht bei so einer großen schwarzen Scheibe sieht's viel weniger schlimm aus als bei den Luftgewehrscheiben. Ja, wie ich immer so schön sage, ne? Wer keinen mittelalterlichen Goldtukaten hat, da reicht auch ein 200-Euro-Schein, um das Schussbild abzudecken. Also, wenn man also das waren die 60 Schuss auf diese Scheibe. Wenn man jetzt 1, 2, 3, 4, 5, kann man gar nicht sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausreißer abzieht, ne? Also die Löcher, die so ein bisschen ab sind, dann ist es aber gar nicht mal schlecht. Also es sind immer zwischendurch mal wieder einzelne dazwischen. Ich nehme die Scheiben mit nach vorne fürs Detailvideo. Dann sieht man die Unterschiede. Aber jetzt so, boah, bang, 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 alles drauf. Ja, so der durchschnittliche Goldhamster. Ich meine natürlich die durchschnittliche Streichholzschachtel. Die wird dann einen echt miesen Tag haben. Ich empfehle für sowas ja immer so Knetgummi. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich meine Knete her habe. Knetgummi ist ein super Kugelfang. Da kann man sich alle möglichen Formen draus basteln. Vom Kraken über Zombie bis was weiß ich was. Und den kann man so richtig, wie soll ich sagen, einmal durchsägen oder in eine partielle Negation verwandeln, die also das Kind im Manne und den Psychopathen im Manne gleichermaßen anspricht. So, Strom aus für die Scheibenwechselanlage, Strom aus für die eine Kamera, Strom aus für die andere Kamera. Und dann müsst ihr euch leider gedulden, bis ich Zeit und Muße finde, ein Detailvideo über zu machen, dann nehme ich die Schulterstütze, die normalerweise dabei ist. So, vielen Dank fürs Reingucken. Sag wieder mal der Mann, der seinen Arsch hochkriegen muss und zahllose Leuchten und Kameras und selber ausschalten muss. Übrigens, ich sage ja immer, ohne besonderes Mikrofon, ohne besonderes Licht ist nicht ganz richtig. Wenigstens die Kamera hat ein eigenes Licht, das kann man hier sehr schön sehen. Das werde ich jetzt auch abschalten, wenn ich den Schalter gegen das Licht finde. Also so wäre es jetzt ohne Kameralicht. Hey, macht auch einen Unterschied. Ne? Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal.